Yo Leute, heute ist was ganz Besonderes, mal etwas anderes, und zwar hat Houdini eine Facebook-Gruppe und da gab es ein Gewinnspiel und wir haben gewonnen. Jetzt haben wir hier vor uns liegende Mystery-Sorte von der nächsten Ice-Tea-Variante. Keiner weiß, was drin ist, keiner weiß, wie es schmeckt, wir testen es für euch und dann können wir eigentlich starten, oder? Ja, bis gleich. Dann go. So Leute, wie eben erzählt, in der Facebook-Gruppe von Holy gab es ein Gewinnspiel. Cynthia hat da so eine Gruppe ins Leben berufen, wo echt coole Infos geteilt werden, wo sich auch die Community, so heißt das Wort, richtig gut austauscht. Und also das ist richtig krass, wie da eine Bindung ist. Da gibt es Leute, die schreiben täglich was rein, es werden Fotos gepostet, es werden so kleine Basteleien gepostet, wir hatten uns irgendwelche Dosen da entworfen, die haben wir gepostet. Irgendwer hat gerade so einen Schuh bemalt im Holy Design, was total krass ist. Also ein richtig geiler Austausch. Aber es gibt auch immer offizielle Infos, was krass ist. Oder die machen mal sonntags, gibt es so eine Umfrage, welche Sorte würdet ihr mögen, wie trinkt ihr euren Kram eigentlich und so weiter. Also auch da, das wird richtig cool genutzt, dieses Tool einer Facebook-Gruppe, einer Fanbase, einer Holy Squad, so heißt es ja. Da gab es auf jeden Fall ein Fotogewinnspiel. Wir haben gewonnen, wir haben eine coole Probe zugeschickt und zwar ist das auch, müsst ihr euch auch mal reinpfeifen, am 30.09. kommt die nächste Sorte raus vom Holy Ice Tea und wir haben hier jetzt eine Probe liegen. Keiner weiß, was drin ist, keiner weiß, wonach es schmeckt, also wir wissen es nicht, Team Holy weiß es natürlich. Ja, ne? Und wir werden das jetzt mal hier locker verkosten und natürlich, was dann das Coole ist, versuchen zu raten, was es für ein Geschmack sein kann. Ja. Wir wissen wirklich nichts, ne? Wir kriegen auch nicht... So, wir haben das Video gemacht. Was ist jetzt? Ich bin richtig gespannt. Es ist jetzt, wie riecht es? Wie ist die Farbe? Ja. Und natürlich, wonach es schmeckt. Wir schauen. So, dann los. Reiß auf den Humpen. Wir gucken erstmal, was drin ist. Und es ist ein Fragezeichen. Wie lustig. Hier nochmal, ne? Es steht nichts drauf. Nee, schöner brauner Umschlag mit einem Fragezeichen drauf. Oh, das zählt das als Autogramm von Cynthia schon? Fragezeichen. So, aufreißen. Man merkt Pappe, nicht Plastik oder so. Ach, und da drin ist das Plastik. Ja, so beschichtet ist es sonst. Funktioniert es nicht. Ich würde es gerne reinschütten, weil ich Angst habe vor dir, dass du ein kleiner Tölpel bist. Und der so, einmal runter. Pulver riechen. Riechst du zuerst? Was riechst du? Ist ja auch nicht irgendwas Fruchtiges. Ja, sehr fruchtig. Das sieht... Nein, dunkel kann man auch nicht sagen, aber... Schon dunkel. Sieht dunkel aus. Es hat einen sehr dunklen Anteil. Mhm. Ich kenne den Geruch. Das habe ich irgendwie schon mal gerochen. So, einmal für euch hier auf Pulver. Sieht man, kann ich noch einmal riechen? Ich bin gerade was heiß mal auf der Spur. Hm. Ich weiß, wonach riecht. Kennt ihr diese Riegel, die man als Kind immer gegessen hat? Diese Fruchtriegel da? Also Trockenobst, ja, aber welche Sorte denn, du Clown? Okay. Kirsche. Punkt 1 haben wir. Nee, Kirsche nicht. Nee, meinst du? Also, wie war jetzt der Plan? Ein Schluck rein. Schluck rein, Bewegung reinbringen. Ja, es hat auch die Farbe genau von dem Ding. Das ist so hart das. Ich habe gerade, wenn es nur um Farbe geht, ein bisschen Angst, weil es mich gerade voll nach Pflaumenmus oder so erinnert. Ja, Pflaume könnte es auch sein. Da hätte ich ein bisschen Angst vor. Das ist ja meine einzige Holy-Sorte, die mich nicht so umgehauen hat. Die Winter-Weihnachts-Sorte, ne? Die Winter-Weihnachts-Sorte Pflaume-Zimt. So das Einzige, was mich nicht abgeholt hat. So sieht es schon fast... So sieht's. So sieht es aus wie ein typischer Eistee einfach, ne? Ja. Vielleicht ist es auch Pfirsich. Theoretisch gibt es ja auch zwei Sachen höchstwahrscheinlich zu erraten. Zwar einmal den Fruchtanteil und einmal den Teeanteil. Die werden ja nicht alles auf Hibiskus-Tee gemacht haben. Du machst deinen ersten Schluck. Und? Lecker? Pokerface erstmal. Ja, das schmeckt richtig geil. Das schmeckt mir vielleicht sogar noch einen Ticken besser wie Acai-Hibiskus. Ja. Mir auch. Auf dem Tee würde ich mich aus Erfahrung festlegen. Würde einfach mal sagen, dass es schmeckt so vom Tee her wie normaler Eistee. Also würde ich auf normalen Schwarztee schon mal tippen. Und was ist die Frucht? Du weißt ja nicht, wie die bei Holy drauf sind. Vielleicht ist es einfach ein natürlicher Zitroneneistee. Es ist so ein bisschen säuerlich, aber es hat auch irgendwie was anderes noch. Ich würde sagen, es schmeckt ein bisschen abfällig, finde ich.
Apfel habe ich nicht so raus. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Also es schmeckt doll nach Tee. Hm. Apfel, Zitrone? Es ist halt ein bisschen das Säuerliche von der Zitrone, aber ich finde sonst... Irgendwas Beeriges, Waldbeere, aber das wäre dann ja, wäre der Tee ja farblicher, würde ich behaupten. Mhm. Ich schmecke da so einen Apfel raus. Ich würde sagen Zitrone-Apfel. Das wäre eine bestimmt eine leckere Kombo. Kombi-Kombo und dann mit Schwarztee oder was. Mhm. Also ich muss jetzt auch was raushauen, ne? Ja. Yep. Ich habe was Beeriges, finde aber, sieht halt null nach Beere aus, deswegen bin ich verunsichert. Ich würde ja keinen, also die würden auch keinen Beeren-Tee machen und dann, so eine Farbe. Und dann braun lassen. Also es ist Schwarztee, es ist, glaube ich, kein Apfel. Blaubeere würden sie nicht machen, Himbeere ist es auch nicht. Ist es so eine Mischung? Ist es was Johannisbeeriges? Könnte auch sein, aber ich glaube Apfel. Ich sage Schwarztee Johannisbeere. Was ich aber sagen muss, es schmeckt mindestens genauso gut ja, wie wenn der Akai-Tee, wenn nicht sogar besser. Also ich glaube, ich mag die Sorte echt noch lieber. Finde es richtig geil. Weil es aber auch, gut, da ist, glaube ich, hier der, ist man auch so ein bisschen Gewohnheitstier, weil es durch den Schwarztee, den ich denke, herauszuschmecken, denn auch das wissen wir ja nicht fest, dass es halt so Richtung Eistee halt einfach schmeckt, Richtung, ne? So Hibiskus-Tee ist natürlich schon eine andere Nummer, das ist ja was, wieder vom Geschmack her was ganz anderes. Wir halten fest, schmeckt richtig geil. Ja. Ohne jetzt, also, oh Gott, ich bin auch ein bisschen so drauf, ne, wenn es am Ende doch heißt, ist es eben die Sorte und ich mag das nicht, würde ich meine Wertung vielleicht im offiziellen Testvideo auch verändern. Das ist für mich aber jetzt, wenn es um einen Eistee geht und es geht nur um den Geschmack und wir lassen hier Preis, obwohl ich den ja auch immer vertrete und gut finde, alles außen vor. Ich glaube, es beim Akai hatte ich es auch gesagt, 10 von 10. Was für ein geiles Produkt, jetzt mal ehrlich, ich finde, es schmeckt richtig geil. Colin-Wertung? Ich mag keine geraden Zahlen, deswegen nehme ich 9,9999999,8. Also knapp an der 10 dran. Ne? Ich finde es richtig geil. Ich finde die Idee von so einer Mystery-Probe auch richtig geil. Ja. Und wir sind echt jetzt alle gespannt, wenn es veröffentlicht wird. Und was es wirklich ist am Ende, ne? Mhm. Aufregend. Auf jeden Fall, Holy, die Ice-Tea-Range ist richtig geil. Ja. Ist wirklich richtig gut. Macht euch dann, also freut euch drauf, wenn es rauskommt. Ihr könnt, also da kannst du nichts falsch machen. Wenn du Eistee magst, würdest du den richtig geil finden. Ja. Aber trotzdem nochmal. Bei Holy Energy, die Tiere sind geil. Überlegt euch. Jetzt Beeren. Ja, das würde ich auch machen. Es könnten auch Gegenstände sein oder sowas. Nur halt einfach, dass du wieder was hast. Das könnte man mal in die Kommentare schreiben. Es hat sich keiner dazu geäußert in den anderen Videos hier zum Akai-Tee oder so. Vermisst ihr schon die Tiere? Findet ihr die Entscheidung gut, irgendwie auf Früchte zu gehen? Also wir wissen ja nicht, wie das zweite Design ist. Mal gucken, was da so kommt. Ne? Oder beim Energy gefährliche Tiere, Löwe, Schlange und das wird so eine süße Hauskatze. Ja, das hatten wir mal so im Kopf gehabt, dass man vielleicht für die Energies einfach gefährliche Tiere nimmt, die grimmig gucken und für die Ice-Teas dann irgendwelche niedlichen Tiere. Es gibt ja genug. Ein Otter. Ja, irgendwas Niedliches. Jeder macht einen kleinen niedlichen Otter. Wir werden es mal einreichen bei euch, Holina. Ja. Tschüss, Leute. Tschüss. Schmeckt super auf jeden Fall.